Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist doch schief. Naja, dadurch, dass ich bei diesem Video ja einfach mal zeigen wollte, wie meine Videos entstehen, gehören natürlich auch die Pannen dazu. Viel Spaß! Ich bekomme immer öfter und immer mehr direktes Feedback zu meinen Videos, zum einen hier unten in den Kommentaren, aber auch im Real Life, dann vor allem durch Kolleginnen und Kollegen in der Schule. Das ist auch meistens positiv, wofür ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken möchte. In diesen Gesprächen fällt auch noch fast immer der Satz, oh, sowas müsste ich für meine Klassen eigentlich auch mal machen. Oder wäre es nicht toll, wenn Schülerinnen und Schüler anstatt dieser ständigen schriftlichen Arbeiten einfach mal so ein Video erstellen und das dann stattdessen abgeben? Aus meiner Sicht eine super Idee. Warum müssen es immer Klausuren oder schriftliche Klassenarbeiten sein? Warum nicht einfach mal die digitalen Möglichkeiten nutzen und solche Videos erstellen und die stattdessen abgeben? Oder eben anstatt junge Menschen dazu zu zwingen, morgens um 8 Uhr einem frontalen Monolog zuhören zu müssen, vielleicht einfach mal ein Erklärvideo reingeben. Dann kann dieses nämlich angeschaut werden, wenn das die Person möchte und vor allem dann, wenn die Konzentration so hoch ist, dass man dann auch wirklich das versteht, was dort vermittelt wird. Und dann werden oftmals Argumente genannt, die für mich keine sind. Daher die Idee zu diesem Video, in dem ich einfach mal zeige, wie ich eigentlich meine Videos produziere, um vielleicht dem einen oder der anderen eine kleine Inspiration zu liefern oder einen kleinen Schubs, um selbst mit Erklärvideos anzufangen. Diese können dann, in welcher Form auch immer, in Schule, Uni und so weiter eingebaut werden. Das Hauptargument, das ich gegen eigene Videos höre, ist, naja, ich habe doch überhaupt nicht die nötige Technik dafür. Und das ist in meinen Augen absoluter Quatsch. Alles, was man dafür braucht, hat man in seiner Hosentasche. Ja, okay, ich jetzt nicht, weil ich stehe ja gerade vor meiner Handykamera und spreche hier rein. Aber ich meine natürlich das eigene Smartphone. Mein erstes Erklärvideo war das zu den Darlehensarten. Dafür habe ich mich einfach mit einem Stuhl vor eine Wand gesetzt, als Stativ für mein Handy eine Stehleiter benutzt und losgelegt. Das ist auch grundlegend erstmal alles, was man braucht. Und zum Beispiel, um Aufgaben vorzurechnen, kann die Handykamera über ein Blatt Papier gestellt werden und los geht's. Man muss sich ja nicht mal unbedingt mit dem Gesicht vor die Kamera setzen. Einfach filmen, wie bestimmte Aufgaben gelöst werden, dabei erläutern, wie man vorgeht und fertig. Das Ganze kann dann auch direkt auf dem Handy geschnitten werden. Sowohl für iOS als auch für Android-Geräte gibt es kostenlose Apps, die rudimentäre Funktionen bieten, welche für die meisten Anwendungsfälle absolut ausreichen. Ein paar Beispiele packe ich unten in die Videobeschreibung. Okay, aber für ordentliche Bilder und einen ordentlichen Ton brauche ich doch mindestens mal so ein 1000 € iPhone, oder? Nein, absolut nicht. Aus meiner Sicht sind alle aktuellen Smartphones ab so, ich sag mal, 250 € auf so hohem technischen Stand, dass mit denen locker qualitativ hochwertige Videos gemacht werden können. Und einstellen muss man bei den Handykameras meistens auch nichts. Die Software für die Automatik ist mittlerweile so gut, dass man da überhaupt nichts mehr einstellen muss. Vor allem nicht bei so statischen Videos, wie ich die hier beispielsweise mache. So, das ist also die Basis. Alles, was ihr dafür braucht, steckt schon in eurer Hosentasche. Das glaube ich zumindest. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Nutzt denn irgendjemand von euch ein Smartphone, das komplett neu ohne Vertrag unter 250 € kostet? Ich glaube, dass auch diejenigen, die für ein Handy nicht so viel Geld ausgeben können oder wollen, auch super Gebrauchtgeräte für faire Preise finden, die auch absolut ausreichen. Okay, ich bin jetzt nicht bei der Basistechnik geblieben, sondern habe noch ein bisschen in die Qualität meiner Videos investiert. Ich habe irgendwann an eine Stelle in meiner Wohnung gewechselt, an der ich mehr Platz habe und für besseres Licht eine solche Lampe gekauft. Das ist eine sogenannte Softbox. Ich habe für diese ca. 36 € bezahlt und die bringt schon eine ordentliche Verbesserung der Belichtung. Viele YouTuber und YouTuberinnen setzen auch auf ein sogenanntes Ringlicht. Keine Ahnung, ich habe das jetzt noch nie ausprobiert, ich bin auch eigentlich ganz zufrieden mit meiner Belichtung und wer zum Beispiel solchen Schatten wie jetzt hier aus dem Weg gehen will, der kauft sich noch eine zweite Lampe. Aber das ist Geschmackssache, ich mag es so, wie es ist. Da ich in meiner Wohnung keine schön glatt verputzten Wände habe, sondern solche Raufasertapeten, habe ich mir für einen schöneren Hintergrund so ein zusammenklappbares Teil gekauft, welches ich hinter mich stelle. Das auch einfach ganz funktional mit Hilfe von zwei Stühlen. Das Ergebnis kann sich schon sehen lassen. Meine Klappleiter als Handystativ habe ich irgendwann gegen ein ordentliches getauscht. So ein sogenannter Gorilla-Pod bietet viel Flexibilität, aber auch meine Leiter wurde nicht ganz arbeitslos. Bei meinen neuesten Videos sitze ich nicht mehr vor der Kamera, sondern stehe, so wie jetzt hier. Dabei muss ich in meiner kleinen Wohnung hier ziemlich kreativ werden. Zum Beispiel mein Hintergrund jetzt hier steht beispielsweise auch einfach nur auf so einem Servierwagen hier mitten in der Tür. Naja, Platz ist in der kleinsten Hütte. Bezüglich des Tons habe ich tatsächlich lange ohne ein extra Mikrofon gearbeitet, sondern habe einfach das interne hier in meinem Smartphone benutzt.
Tatsächlich hat sich auch nicht einmal jemand über den Ton in meinen Videos beschwert, er scheint also zumindest okay gewesen zu sein. Ich wollte aber auch da in der Qualität einen Schritt weiter gehen und habe mir ein sogenanntes USB-Mikrofon gekauft, das sich einfach per USB ans Handy anschließen lässt. Sowas hier ist natürlich eine gute Option für alle, die sagen, okay, ich habe zwar eine gute Handykamera, aber das interne Mikro ist Schrott. Ja, das ist tatsächlich auch etwas, an dem häufig gespart wird. Aber es muss auch nicht unbedingt immer so ein Teil hier sein. Es gibt bereits für um die 10 Euro völlig ausreichende sogenannte Lavalier-Mikrofone. Das sind diese Ansteckmikrofone, die man auch manchmal im Fernsehen sieht. Und die kann man dann auch einfach per Kabel oder per Funk ans Handy verbinden. Zack, Problem vom Ton gelöst. So, und wer meine Videos regelmäßig verfolgt, der weiß auch, dass ich nicht wie eingangs gezeigt mit einem Blatt Papier arbeite, sondern meine Rechnungen und so weiter auf digitalem Weg aufzeichne. Ich nutze dafür mein Tablet mit Stift, starte ein beliebiges Notizprogramm wie OneNote, Notability oder GoodNotes und lege los. Zur Aufzeichnung starte ich einfach die Bildschirmaufnahme. Ich schreibe dabei ganz in Ruhe auf und vertone das Ganze hinterher. Ich zeichne also erst, schaue mir das Video dann nochmal an und erkläre vor dem Mikro, was ich da gerechnet habe. Im Schnitt passe ich dann das Bild auf den Ton an und so entstehen auch die Effekte, dass die Zahlen und Zeichnungen im Video einfach so erscheinen. Ja, und dann stelle ich mich vor die Kamera und drehe den ganzen Kram hier drumherum. Aber wie gesagt, man muss sich nicht dafür entscheiden, sich auch vor die Kamera zu stellen und selbst das Gesicht zu zeigen. Man kann auch einfach nur die Rechnungen zeichnen und das vertonen und hochladen und da ist auch schon ganz, ganz viel mit gewonnen. Aber ich denke, wenn man so ein Gesicht zu den Rechnungen und zu der Stimme sieht, wirkt das Ganze noch ein bisschen authentischer. Aber auch an das Sprechen in eine Kamera muss ich mich erst einmal gewöhnen. Teilweise muss ich Sätze 10-mal sagen, bis da mal was Ordentliches dabei rauskommt. Das bedeutet, wir können uns auch hier wieder unserer Tabelle bedienen, mit genau den gleichen... Das bedeutet, wir können uns auch hier wieder unserer gleichen Tabelle bedienen. Wir können uns hier der gleichen Tabelle bedienen. Wir können genau... Warum ist das... Man könnte sich jetzt hier fragen, warum ist das überhaupt wichtig? Wichtig ist... Man könnte sich hier jetzt fragen, warum ist das denn... Man könnte sich hier jetzt fragen, warum ist das überhaupt wichtig? Man könnte sich hier jetzt fragen... Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hallo und herzlich willkommen... Hallo und herzlich willkommen zu diesem... Wir packen hierzu einfach das Beispiel aus dem... Wir packen hierfür einfach das alte Beispiel aus dem... Wir greifen hierfür das Beispiel aus dem Investitionsvideo nochmal auf und... Jetzt liegt unser Ziel aber gerade deshalb, weil wir so eine Angst vor der... Jetzt liegt unser Ziel aber gerade, weil wir so eine Angst vor einer Deflation haben, bei 2%. Damit man auf jeden Fall noch Zeit hat zu reagieren, wenn die... Oh Mann! Oder auch externe Faktoren erschweren den Videodreh. Natürlich baue ich das wieder ab. Ich werde ja nicht immer so viel Zeit haben, ständig irgendwelche Videos zu machen. Na komm. Ja, ihr seht also, man muss das schon wollen mit den Videos. Aber wenn man da Lust drauf hat, sehe ich keine wirklichen Hindernisse, damit einfach mal anzufangen. Generell muss man das auch natürlich nicht genauso machen, wie ich das jetzt hier mache. Auch für mich war das ein großer Lernprozess und ich hoffe, dass mit jedem Video, das ich mache, mit jedem neuen Video, das online geht, dass dann auch jedes Mal ein kleines Stück besser ist, als das, was vorher online war. Ich habe jedenfalls riesigen Spaß daran, auch wenn das vielleicht in den Outtakes nicht immer so aussah. Und ich werde auf jeden Fall weitermachen. Freut euch also schon mal auf neue Videos von mir, bald auch wieder zu ganz einfachen Wirtschaftsthemen. In den Kommentaren wurden sich ja viele verschiedene Themen gewünscht. Die werde ich jetzt angehen, aber auch einfach Aktualisierungen von bestehenden Videos sind geplant. Also abonniert gerne den Kanal, wenn ihr dranbleiben wollt, indem ihr zum Beispiel hier oben auf den Button klickt. Und ja, ansonsten soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Video.